Jetzt möchte ich auch noch unsere Innentemperatur zeigen, die ist bei 22 Grad. Es ist Regen angesagt, aber heute Nacht hat es ein bisschen geregnet. Draußen 15 Grad Luftfeuchtigkeit. Unsere Heizung arbeitet seit Ende September ohne Stopp. Also Fußbodenheizung ist immer Einschalter. Und bei den Gaspreisen, sage vielleicht später auch noch, kann man sich das ruhig leisten. Wir lüften, wenn wir wollen, und Heizung läuft. Wir haben die Fußbodenheizung selbst eingebaut und das ist sehr sparsam. Und die Gaspreise sind hier auch sehr sparsam, sehr günstig. Rentnerpreise. So, heute zeigen wir uns mal unser außergewöhnliches Frühstück. Meine Frau hat gestern Kaviar gekauft. Ich habe schon so lange nicht mehr gegessen, schon ewig lang. Und hat sie gekriegt, echte Kaviar, 100 Gramm, 11 Euro. Und das werden wir jetzt heute zum Frühstück ein bisschen essen. Wir haben auch noch Wurst und Käse und Marmelade und Fisch und Schweinebauch. Und gestern gab es Eier zum Frühstück, kochte Eier. Der Kaffee hat man gerade vorhin gehört, der arbeitet, der ist aber jetzt gerade fertig. Und jetzt lassen wir uns von euch nicht stören beim Frühstück. Bis nachher. So. Und das ist, also, ich wollte das nochmal genau von innen zeigen. Man muss hier auch aufpassen, da wird manches als Kaviar verkauft, ist aber gar kein Kaviar oder andere Kaviar und so. Und, aber meine Frau kennt sich aus und das ist echter Kaviar. Und jetzt werde ich mir den reinziehen. Ja, lecker. Lecker. Das ist fein. Hallo, liebe Freunde. Wir haben noch eine Kiste gefunden mit so Gipsklinker. Und damit wollen wir nun das Oberteil, den quasi Abzug von unserer Dunstabzugshaube dekorieren. Da sieht man den Kamin auf der rechten Seite, war die Tapete weg und also hat nicht gehalten und nun machen wir die Fliesen drauf. Viel Spaß beim Anschauen. Oh,
So, jetzt ist die Sache fertig. Meine Frau hat es wunderbar ausgefugt. Hat man gesehen mit der Plastiktüte, die Ecke abschneiden. Und die Fugen sind wunderbar geworden und sie hat es noch poliert und fertig gemacht. Wunderschön. Jetzt sieht es wunderschön. Heute will man mal den Baum da, den Strauch umpflanzen. Erst haben wir schön im Internet erkundigt, wann und so und was man und hier und da. Also die Geäsch kann man einkürzen, aber die Wurzeln, aber die dünne Wurzeln, das sind die, wo Wasser ziehen und die soll man stehen lassen. Auch bei Obstbäumen. Und jetzt habe ich schon schwer Grabe. Jetzt geht schon wieder ins Kreis. Aber es ist fast passiert. Er steht schon ganz schräg, der Kerl. Es sind noch einige Wurzeln, aber da muss man noch ein bisschen graben. Ja, und da soll dahinter rein, da habe ich das Loch schon vorbereitet, aber vorne muss man noch ein bisschen bessere Erde holen und dann kommt die Erde wieder da rein und einige Erde von da drauf. Naja, jetzt machen wir mal weiter. Auch in dem Video, in verschiedene Videos habe ich geguckt. Weil wenn man nur eins guckt, da kann es sein, dass da jemand etwas erzählt, der nichts versteht. Aber in verschiedenen Videos haben sie schon gesagt, nicht tiefer setzen, als vorher die Erde gewesen ist. Und das ist etwa diese. Das Loch ist etwas tiefer, aber da kommt dann noch Erde oder drunter, da kommt Erde rein und dann wird die Pflanze gerüttelt, bis sie die richtige Höhe hat. Und den Stab mache ich jetzt drei, damit ich dann keine Wurzeln verletze. Und außerdem, wenn von Westen der heftige Wind kommt, dass der Busch nicht umgeblasen wird. Deshalb mache ich jetzt schon hier das Eisen rein. So, das ist mir gut genug. So, nun haben wir das Teil schön gewässert und die ausgegrabene Erde aufgefüllt. Und angebunden und der Wind wollte schon drücken. Der weht halt hier manchmal recht kräftig. Und jetzt haben wir noch voll Erde angefüllt. Jetzt kommt dann immer noch mal Wasser drauf. Und diese Seite war da dran an den anderen Büsche gestanden. Deshalb ist die etwas kahl. Aber das macht eigentlich fast nichts. Das wächst sich wieder raus. Hoffen wir das Beste. Sind wir mal wieder ganz optimistisch. Wie schon so oft. So.